Hallo und willkommen zur Hessenschau. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben heute die folgenden Themen im Programm. Wir schauen auf die Entwicklung des Frankfurter Immobilienmarkts. Wie haben sich die steigenden Zinsen auf die Bautätigkeit ausgewirkt? Und wir zeigen Ihnen die Mrs. World. Die kommt nämlich aus Nordhessen und ist nicht nur schön, sondern auch eine interessante Persönlichkeit. Und wir beschäftigen uns heute nochmal mit den Demonstrationen gegen rechts und die AfD und fragen, was bringt das? Lassen sich damit Andersdenkende überzeugen? Nach den Demonstrationen in Frankfurt, Kassel, Gießen, Limburg und Offenbach haben sich heute Abend die Darmstädter für Demokratie und Vielfalt stark gemacht. Ab 17:30 haben tausende Menschen auf dem Karolinenplatz demonstriert. Aufgerufen zur Kundgebung hatte der Darmstädter Magistrat, die Parteien SPD, CDU, Grüne, Volt, FDP und UFBASE. Außerdem die Darmstädter Hochschulen, die Kirchen, die Gewerkschaften sowie die Industrie- und Handelskammer Darmstadt. Unsere Reporterin Ariane Wick hat die Demonstration verfolgt und uns kurz vor der Sendung ihre Eindrücke geschildert. Es sind viel mehr Menschen gekommen als erwartet. Man kann sich gar nicht vorstellen, am Anfang waren 500 bis 1000 Teilnehmer angemeldet. Und jetzt sind hier auf dem Karolinenplatz weit mehr als 15.000 Menschen. Wenn wir uns das mal anschauen, das sollte ja erst da hinten auf dem Friedensplatz stattfinden. Der wäre viel zu klein gewesen. Der Cityring ist geschlossen worden. Die Menschen stehen auf der Straße bis auf die andere Straßenseite. Und Veranstalter ist der Ordnungsdezernent Paul Wandrei. Sie haben die Menschen heute hier begrüßt. Sind Sie überwältigt über das Zeichen, das heute hier gesetzt wird? Ich bin auf jeden Fall überwältigt. Das ist wirklich großartig, dass noch mal viel mehr Menschen als in der noch optimistischen Schätzung, die wir hatten, gekommen sind und hier wirklich ein tolles Zeichen setzen, trotz Regen, trotz Wind, hier ausharren. Genau, mittlerweile regnet es. Das Sicherheitskonzept ist aufgegangen. Ja, wir haben die Straße abgesperrt, die hatten wir als Reserve, das hat auch gut funktioniert, aber die Menschen stehen trotzdem immer noch bis auf andere Plätze, also wir sind wirklich froh, dass so viele Leute gekommen sind. Insgesamt gibt es 6 Reden. Im Moment dort hinten auf der Bühne spricht der DGB-Präsident Darmstadt und nach Herrn Wandrei hat der Oberbürgermeister Hanno Benz die Menschen hier begrüßt und ein klares Zeichen natürlich auch gesetzt gegen rechts, für Demokratie und klare Worte gefunden und hat gesagt, alle, die jetzt, ich zitiere Herrn Benz, noch in der AfD sind, waren in Potsdam dabei und er hat die Menschen aufgefordert, auszutreten. Die Dezernenten haben mit aufgerufen, die Fraktionen der Stadt Darmstadt haben mit aufgerufen, außer der AfD. Ich habe nachgefragt, warum nicht? Und sie sagen, solche Veranstaltungen wie heute hier sind kein Zeichen der Einigkeit. Fragen wir mal, warum die Menschen hierher gekommen sind. Sie sind auch aus Darmstadt. Warum sind Sie heute hier? Ich habe gerade gedacht, bei dem, was er gesagt hat, meine Eltern kamen beide nicht aus Deutschland. Ich habe eigentlich auch einen Migrationshintergrund, aber ich lebe hier mein ganzes Leben. Ich möchte in der Demokratie und in der Freiheit leben und ich wünsche mir das nicht nur für Deutschland, ich wünsche mir das für die ganze Welt. Und mich treibt das um hier schon seit langem, weil ich einfach sehe, wie viel Hass geschürt wird von allen Seiten, wie wirklich Leute ausgegrenzt werden. Ich will das nicht. Ja? Ich möchte, dass wir hier zusammen friedlich weiterleben können. Und das wünsche ich mir auch für viele, also eigentlich für die ganze Welt. Das ist auch das Zeichen, vielen Dank, auf den Plakaten zu lesen. Vielfalt, man will friedlich gegen rechts gemeinsam hier ein Zeichen setzen. Und das ist jetzt die vorletzte Rede. Und dann werden sich die über 15.000 Menschen langsam wieder auf den Nachhauseweg machen hier vom Karolinenplatz. Vielen Dank, Ariane Wick. Die Demonstrationen mit insgesamt mindestens 90.000 Teilnehmern bei uns in Hessen sind ein klares Zeichen der Mehrheit der Gesellschaft. Wir wollen mit euren menschenfeindlichen, rassistischen Nazi-Fantasien nichts zu tun haben. Die AfD sehen viele als den geistigen Brandstifter und Wegbereiter für rechtsextreme Ideen. Die Frage ist nur, was bringen solche Demonstrationen? Lassen sich Menschen dadurch abhalten, die AfD zu wählen oder sich Rechtsextremen zuzuwenden? Oh, ich glaube schon, die bringen was. Warum? Ja, auf jeden Fall. Weil man sieht, dass ein deutliches Zeichen gesetzt wird und dass viel mehr Menschen gegen Rechtsextremismus sind als dafür. Und das finde ich super, ja. Wenn wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, können wir natürlich sagen, es bringt dir nichts. Das ist ja vergleichbar wie mit Trump.
macht die Partei AfD eher zu Märtyrer. Hoffentlich bringt's was. Es ist auf jeden Fall super, dass so viele Leute auf die Straße gehen. Also, die Meinung dazu, was die Demos gegen Rechtsextremismus tatsächlich bewirken, variieren. Für Politikwissenschaftler sind sie vor allem eins, Ausdruck einer lebendigen Demokratie. Solche Demonstrationen sind ein Wert für sich. Solche Demonstrationen kann man nicht in der Erwartung machen, dass sich dann gleichsam direkt die Verhältnisse verändern. Der AfD scheinen die Proteste nicht zu schaden. 100 neue Mitgliedschaftsanträge sind bei der Partei nach eigenen Angaben in Hessen in den vergangenen 2 Wochen eingegangen. Zum Vergleich, sonst seien es im Schnitt 60 pro Monat. Die Gefahr einer stärkeren Polarisierung der Gesellschaft besteht auch durch die Demos. Und das kann durchaus zur Zementierung der Positionen in diesem Bereich führen, vor allen Dingen bei denen, die sich mit den Zielen der AfD identifizieren. Aber wir haben natürlich viele, die auch so Gelegenheitswähler sind. Wir haben viele, die sich in gewisser Weise orientierungslos fühlen. Für die kann das schon auch ein Zeichen sein, dass die Wahl der AfD und die dahinterstehenden Politiken nicht ganz ungefährlich sind. Wichtig sei, dass aus dem Protest Neues entstehe und Lösungen für Probleme in der Gesellschaft gefunden würden. Die Menschenmassen auf der Straße sind für viele Hessen jedenfalls ein hoffnungsvolles Zeichen gegen Rechtsextremismus. In Hessen sind insgesamt 866 Anträge auf Entschädigung wegen einer Corona-Impfung gestellt worden. Die Nachrichten jetzt mit Martin Wirsing. Davon wurden bisher aber nur 31 genehmigt, über 500 abgelehnt und knapp 300 sind noch in Bearbeitung, so das zuständige Regierungspräsidium in Gießen. Ein Grund für die hohe Ablehnungsquote, Krankheiten einzig und allein einer Corona-Impfung zuzuschreiben, ist sehr schwierig. In der vergangenen Nacht ereigneten sich gleich 3 schwere Unfälle mit Lkw. Zunächst krachte es auf der A4, später zweimal auf der A7. Dadurch entstanden lange Staus, teilweise bis zu 16 Kilometer. Ein mit Tabak beladener Lkw fing während der Fahrt auf der A7 Feuer und brannte aus. Während der Löscharbeiten krachte es wenige hundert Meter weiter auf der Gegenspur. Ein 40-Tonner prallte in die Leitplanke und riss das gesamte Führerhaus ab. Der Lkw-Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Sofort machten sich Einsatzkräfte von der ersten Unfallstelle auf den Weg, um erneut Hilfe zu leisten. Das Hattenbacher Dreieck, an dem die A5 und die A7 zusammenkommen, war über mehrere Stunden voll gesperrt. Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines drohen Streiks der Piloten und Pilotinnen. In einer Urabstimmung haben knapp 96% der Gewerkschaftsmitglieder für einen Streik gestimmt, so die Vereinigung Cockpit. Ein Streiktermin wurde zunächst nicht genannt. Stattdessen forderte die Gewerkschaft den Arbeitgeber erneut auf, ein verhandlungsfähiges Angebot über einen Ersttariftag zu machen. Und auch für die Muttergesellschaft Lufthansa gibt es unerwartete Probleme. Die EU-Kommission hat der Fluglinie den geplanten Einstieg bei der italienischen Staatsairline ITA verwehrt. Eine vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass der Zusammenschluss auf einigen Kurz- und Langstrecken den Wettbewerb verringern könnte. Beschäftigte der Reha-Kliniken der Wicker-Gruppe sind heute einem Aufruf der Gewerkschaft zum Warnstreik gefolgt. In Bad Wildungen forderten sie die Aufnahme von Tarifverhandlungen. An dem Ausstand nahmen rund 600 Streikende aus Hessen und Nordrhein-Westfalen teil. Sie fordern 500 Euro mehr im Monat, darüber hinaus einen Inflationsausgleich von 2000 Euro. Bislang weigert sich die Geschäftsführung der Werner-Wicker-Einrichtung, Verhandlungen aufzunehmen. Mehrere hunderttausend Wohnungen fehlen in Deutschland und viele davon bei uns in Hessen. Wer eine Wohnung sucht, der weiß, ein Lied davon zu singen. Die von der Bundesregierung versprochene Bauoffensive, naja, die lässt auf sich warten. Gestiegene Zinsen und Materialpreise führen dazu, dass weniger gebaut wird statt mehr. Das wurde heute auch auf der Pressekonferenz des Frankfurter Planungsdezernenten deutlich. Die größte Baustelle Hessens. Hier in Frankfurt entsteht das Schönhofviertel der Nassauischen Heimstätte. Rund 2000 Wohnungen zum Mieten und Kaufen werden hier gebaut. Doch für die schnell wachsende Metropole ist das noch zu wenig. Dazu kommt, 2023 war der Immobilienmarkt Frankfurt zum ersten Mal wieder rückläufig. Weniger Verkäufer als in den Jahren davor, so die Bilanz heute im Stadtplanungsdezernat.
Es geht ja darum, dass eben momentan Einzelverkäufe von Eigentumswohnungen schwierig sind. Das hängt damit zusammen, dass eben die Preise zu hoch sind, die Zinsen zu hoch sind und eben die wenigsten sich das leisten können, eben eine Wohnung zu kaufen für 700.000 Euro bei 4% Zinsen. Hohe Zinsen und Baukosten hemmen die Nachfrage. Im Vergleich zu 2021 sank die Zahl aller Immobilienverkäufe von 6.100 mit 7,3 Milliarden Euro Umsatz auf nur noch 3.900 Verkäufe mit einem mehr als halbierten Umsatz. Allein bei den Eigenheimen sei der Markt einigermaßen stabil geblieben, bei Mehrfamilienhäusern dagegen ein Minus von rund 20%. Käufer und Verkäufer würden zurzeit lieber abwarten. Die versuchen dann eher zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht verkaufen, ich halte das lieber, ich vermiete die Wohnung nochmal oder ich warte mit dem Hausverkauf noch ein halbes Jahr und gucken mal dann, wie sieht's denn aus. Eigentlich sind sinkende Immobilienpreise gut, aber sie verschärfen die Situation auf dem Mietmarkt. Denn potenzielle Käufer wohnen lieber weiter zur Miete angesichts der hohen Zinsen. Und Normalverdiener können sich kaum Eigentum in Frankfurt leisten. Stadtplaner Gewächenberger will deshalb in Zukunft einfachere Baustandards einführen. Wir müssen nochmal gemeinsam, da sind wir auch dran, mit den großen Wohnungsbaugesellschaften prüfen, wie wir an diesen Standards auf ein Niveau kommen können, dass die Gebäude energieeffizient sind, von den Baukosten aber in einem gut bezahlbaren Bereich landen. Also wir kalkulieren momentan, wie wir es schaffen können, Neubauwohnungen für 3 bis 3.500 Euro pro Quadratmeter Baukosten herzustellen. Wenn wir das schaffen, dann schaffen wir es auch wieder, Wohnungen in ein paar Jahren anzubieten, die bezahlbar sind. Denn Frankfurt wächst weiter. Bis Ende des Jahrzehnts soll die Stadt 800.000 Einwohner haben und braucht deshalb dringend mehr Wohnraum. Der Immobilienmarkt würde sich in den nächsten Jahren wieder stabilisieren, sagen die Experten. Heißt, Frankfurt bleibt ein teures Pflaster. In Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis stapeln sich Hilfsgüter für die Ukraine, weil polnische Bauern die Grenze blockiert haben. Die protestieren damit gegen landwirtschaftliche Produkte aus der Ukraine, die nach Polen eingeführt werden und aus ihrer Sicht zu billig sind und die Preise kaputt machen. So kompliziert kann das sein. Sogar die Weihnachtspakete für die ukrainischen Kriegskinder sind noch da. Ende Oktober konnten sie hier den letzten Hilfstransport in ihre Partnerstadt Cheres schicken. Seitdem stapeln sich die Spenden beim Gudensberger Partnerschaftsverein. Lebensrettende Hilfsmittel, die in der Ukraine dringend benötigt werden. Das ist ein spezielles Band, womit man Großverletzungen an den Gliedmaßen abbinden kann, um das Verbluten zu verhindern. Und diese Dinge sind da, die können wir liefern. Nur wie gesagt, wir brauchen die Transportmittel. Und das ist natürlich noch mal ein ganz anderes Thema, als wenn wir uns hier über Schulausrüstung oder dergleichen, auch wichtig. Aber das ist ein ganz anderes Thema, wenn wir uns über solche Dinge unterhalten. Sie wollen liefern, aber können nicht. Der Grund? Polnische Landwirte und Transportunternehmer blockieren seit November immer wieder die Grenzübergänge zur Ukraine. Eine Protestaktion gegen die günstigere Konkurrenz aus ihrem Nachbarland, die sie für den Einbruch ihres Geschäfts verantwortlich machen. Wie sehr Gudensbergs Partnerstadt auf Hilfe angewiesen ist, wird während dieser Videokonferenz mit dem ukrainischen Bürgermeister und seiner Dolmetscherin klar. Der Kontakt kann an diesem Tag nur dank gespendeter Generatoren stattfinden, denn in Cheres gibt es mal wieder keinen Strom. Was wir dann auch wiederum von euch mal wieder brauchten, ist eine neue Liste für die Soldaten. Also vom T-Shirt bis zum Handschuh und das, was wir eben, Taschenlampe, was ihr auch aufgeführt habt. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges konnte der Gudensberger Partnerschaftsverein bereits 51 Lkw in die Ukraine schicken. Jede Hilfe ist für uns wichtig. Diese Hilfe kann ganz klein sein. Das können die Socken sein, die selbst gestrickt sind von einer Oma. Und das ist schon wichtig, weil in diesen Socken sehen wir die Unterstützung. Und es gibt so viele Menschen mit den großen Herzen. Deswegen, ob diese Hilfe klein ist oder groß,
alles ist wichtig. Alle Soldaten, die zum Krieg gehen, sie bekommen eine Sammlung mit medizinischen Sachen, mit medizinischen Gürteln, auch mit Arzneien. Aus Städtepartnern sind mittlerweile Brüder und Schwestern geworden, sagt Wolfgang Mandt. Wir waren eine Partnerschaft, die sehr lebendig war. Wir haben uns oft gesehen, wir haben schöne Zeiten miteinander verbracht und wir haben uns bei diesen Anlässen immer unsere gegenseitige Hilfe und Solidarität für extreme Situationen vielleicht auch zugesichert. Und die ist dann eingetreten. Aktuell haben die polnischen Bauern ihre Blockade unterbrochen, zumindest vorerst. Sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden, wollen sie ihre Proteste fortsetzen. Der Gudensberger Partnerschaftsverein hofft nun, wenigstens die überlebensnotwendigen Spenden schnellstmöglich liefern zu können. Er war einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten. Boney M., Milli Vanilli, das waren seine musikalischen Kinder. Er selbst blieb im Hintergrund. Sein Studio hatte er erst in Offenbach und dann in Rossbach bei Frankfurt. Frank Farian. Heute hat seine Familie mitgeteilt, dass er in seiner Wahlheimat Miami gestorben ist. Er wurde 82 Jahre alt. Seine Partyhits, die werden noch lange lebendig bleiben. Naja, und im Kino war er ja auch gerade erst zu sehen. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Mit Daddy Cool geht es für Boney M. in den 70ern immer weiter aufwärts, bis das Lied weltweit an der Spitze der Charts steht. Auch für den Produzenten Frank Farian ist es der Start einer Erfolgskarriere, die jahrzehntelang andauern sollte. Bis zuletzt hat Frank Farian an neuen Projekten gearbeitet. Solange ich mich so stark fühle und kann jeden Tag im Studio arbeiten, ist das für mich ein wunderschöner Tag. Frank Farian wächst im Saarland auf. Er arbeitet als Koch, lernt aber bald, welche Zutaten ein Hit braucht. Mit seiner Gruppe Frankie Farian und die Schatten veröffentlicht er seine ersten Lieder. Ende der 60er tritt er als Schlagersänger auf. Bald zieht es ihn aus dem Rampenlicht an die Regler der Tonstudios. Die Hits von Boney M. entstehen in seinem ersten Studio im Kreis Offenbach. Die Nachbarn freut es. Klar hat man da schon mal hinter der Gardine geguckt. Ist doch klar, wenn dieses riesige Auto ankam, ne? Ja, ich hatte schon so manches auf dem Balkon abgespielt, aber darüber spricht man nicht, ne? Dann sind wir auch noch hier hingezogen und haben hier noch ein bisschen geprobt, ne? Das ist natürlich klar. Später produziert er auch in Rossbach in der Wetterau. Mit Milli Vanilli gelingt ihm in den 80ern erneut ein weltweiter Aufstieg. Dann kommt der tiefe Fall. Dass Milli Vanilli nur vorgegeben haben, selbst zu singen, greift zuletzt sogar das Kino auf. Es ist einer der größten Skandale in der Musikbranche. Ja, das war halt ein musikalisches Projekt im Studio und das haben wir aus der Lameng rausgemacht und das hat sich so halt entwickelt. Und da kamen die zwei Jungs abends rein, das war wirklich Zufall, die sagten, wahnsinnige Musik, lass uns dazu ein Tanzvideo machen. Der Skandal bedeutet für Frank Farian nicht das Ende seiner Karriere. Mit seinen Künstlern verkauft er weltweit rund 800 Millionen Tonträger. Und auch die junge Generation hat seine Lieder entdeckt und tanzt wie hier auf TikTok zu Rasputin. Es ist mir alles gelungen. Ich habe keine Träume mehr. Das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, ganz, ganz wichtig, ist die Gesundheit. Vor 2 Jahren wurde Frank Farian am Herzen operiert. Heute teilt seine Familie mit, dass er im Alter von 82 Jahren in Miami gestorben ist. Ja, er hat uns viel Freude bereitet und die werden wir hoffentlich weiter auch an seiner Musik haben. Ein Mann ist gestern in Frankfurt von einer U-Bahn erfasst worden. Nochmal Nachrichten mit Martin. Der 34-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus. Nach Polizeiangaben kletterte er bei einer stehenden U-Bahn an der Haltestelle Dornbusch zwischen 2 Waggons, möglicherweise um eine Bahn zu erreichen, die in die Gegenrichtung fuhr. Als der Zug in Richtung Innenstadt abfuhr, sei der Mann abgerutscht und so vermutlich unter die Bahn geraten. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Der Chemiker Johannes Karges erhält den Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Nachwuchspreis 2024, so der Stiftungsrat in Frankfurt heute. Die Forschung des 31-Jährigen von der Ruhr-Universität in Bochum könnte die Nebenwirkungen von Chemotherapien gegen Krebs drastisch verringern und ihre Wirksamkeit deutlich erhöhen. Die Ehrung wird zusammen mit dem Hauptpreis am 14. März in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Die Diskussion, wie es mit den Limburger Stadttauben weitergehen soll,
geht in die nächste Runde. Denn ein Bürgerbegehren gegen das Taubentöten kann vermutlich stattfinden. Taubenschützer haben offenbar genug Unterschriften zusammenbekommen. Am Mittag übergaben sie im Rathaus rund 3.800 Unterschriften. Notwendig für ein Bürgerbegehren sind rund 2.700 gültige Stimmen. Das sind 10% der Wahlberechtigten. Wie viele von den eingereichten Unterschriften gültig sind, muss die Stadt nun prüfen. Das Bürgerbegehren richtet sich gegen einen Beschluss der Stadtverordneten. Sie hatten entschieden, die Vögel zu töten, um die Taubenplage in den Griff zu bekommen. Soweit die Nachrichten. Weiter mit dir, Andreas. Eine Brücke zwischen den Kulturen bauen, das will das Bridges Kammerorchester Frankfurt. Gegründet wurde das besondere Musikprojekt vor 8 Jahren, nachdem viele Flüchtlinge aus Syrien gekommen waren. Mittlerweile sind es etwa 25 professionelle Musiker aus vielen Ländern. Mit ihrem neuen Projekt Colors of Democracy will das Orchester ein, ja, sagen wir, musikalisches Schlaglicht werfen auf die Geschichte der Demokratiebewegungen in aller Welt. Daye Daye, ein altes Volkslied aus dem Iran. Alireza Megrasi hat es sich ausgesucht für Colors of Democracy. Der 32-Jährige spielt Kamanche, eine persische Stachelgeige. Erst vor einem Jahr kam er mit seiner Freundin aus dem Iran nach Frankfurt. Ich war Musiklehrer, aber als ich nach Deutschland gekommen bin, musste ich etwas anderes auch machen, um Geld zu verdienen. Deswegen hatte ich einen Part-Time-Job auch. Aber jetzt, also ich konzentriere mehr auf Musik. Islam ging im 6. Jahrhundert vor Christus im persischen Weltreich auf. Bis ins 20. Jahrhundert herrschte hier die absolute Monarchie. Neben der Musik erzählt Alireza in der Aufführung auch etwas über die Geschichte der Demokratie in seinem Heimatland. Während des Konzerts werden auch Bilder von Personen aus den 8 Ländern der Musikerinnen und Musiker gezeigt, die für die Demokratiebewegung stehen. Alireza hat sich Gina Massa Amini ausgesucht, die im September 2022 im Iran in Polizeigewahrsam starb und damit eine Protestwelle im Land auslöste. Die Proteste auf Gina Massa Amini dauert ungefähr 3-4 Monate. Jetzt ist es ein bisschen ruhig, aber also Leute kämpfen immer. Leute kämpfen, zu Recht zu haben. Neben Alireza machen 7 Musiker aus Syrien, dem Senegal, der Türkei, aus Griechenland, Deutschland, Kolumbien und Russland mit. Der künstlerischen Leiterin des Kammerorchesters ist vor allem diese Vielfalt wichtig. Gleichzeitig habe ich darauf geachtet, dass die Instrumente zusammenpassen, dass man gut damit spielen kann und gleichzeitig aber möglichst große Vielfalt dabei haben. Also Zupfinstrumente, Streichinstrumente, Blasinstrumente, Perkussion und Gesang, quasi alles abgedeckt. Matthias Falz ist Direktor der Volksbühne Frankfurt und führt Regie bei dem Stück mit teils schwierigen Texten aus der griechischen Mythologie. Es gibt viel Ungeheuerliches, doch nichts ist ungeheuerlicher als der Mensch. Er lernte das Sprechen, das hauchfreie Denken und Zusammenleben nach Gesetzen. Ich glaube, die musikalische Qualität wird gut werden. Da vertraue ich sozusagen den Profis. Und das Szenische, das Textliche, das ist was Neues. Und letztendlich geht es darum, dass sie sich da wohlfühlen damit. Sich wohlfühlen und dabei lernen soll auch das Publikum. Es wird erfahren, was die H-Moll-Suite von Bach und die anderen internationalen Musikstücke mit Demokratie zu tun haben. Mit diesem Projekt, glaube ich, die deutschen Leute auch kennen besser, was bedeutet Demokratie in unser Land, zum Beispiel in Senegal, in Iran, in Syrien. Was bedeutet das für unsere Leute, für uns? Colors of Democracy, Farben der Demokratie. Ab 26. Januar in der Volksbühne Frankfurt. Einfach nur schön sein, das reicht heute nicht mehr. Um Mrs. World zu werden, muss man auch was auf dem Kasten haben und man muss sozial engagiert sein. Und wir in Hessen haben jetzt diese tollste Frau der Welt. Julia Schnelle aus Niestetal bei Kassel. Sie ist Ärztin und setzt sich für tiergestützte Therapie mit Hunden, Pferden und Delfinen ein. Sie ist die erste Deutsche, die den Wettbewerb für verheiratete Frauen gewonnen hat. Finale in Las Vegas. Mrs.
Canada. Mrs. Canada wird Zweite. Our new Mrs. World 2023, Mrs. Germany. Julia macht das Rennen, wird Mrs. World und als die gibt sie uns heute das erste Interview per WhatsApp-Anruf. Es ist mein erster Morgen als Mrs. World. Ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Ich bin ganz ehrlich, es ist schwer zu fassen, was da gestern Abend passiert ist. Die Schärfe und die Krone sind aber der Beweis, dass es wirklich passiert. Ich bin Mrs. World geworden und ich bin unglaublich dankbar. Ich bin unglaublich stolz. Ein Jahr lang hat die 38-Jährige auf diesen Tag hingearbeitet. Eine gute Figur machen allein reicht nicht. Die Kinder- und Jugendpsychiaterin aus Niestetal arbeitet ehrenamtlich in der tiergestützten Therapie. Auch in Key Largo, Florida, mit speziell ausgebildeten Delfinen. Die reagieren ja auch entsprechend. Also wenn da jemand ist, der seinen rechten Arm nicht bewegen kann, nehmen die darauf zum Beispiel Rücksicht, ohne dass ihnen das irgendjemand erklärt. Es sind ganz, ganz viele kleine Sachen, die zusammenkommen und die dafür sorgen, dass derjenige, der das macht, hinterher sagt, das war unglaublich. In Florida hat Julia Angehörige. Seit sie 6 Jahre alt ist, verbringt sie viel Zeit dort. 2016 entdeckt sie Island Dolphin Care. Die Mutter von 2 Kindern ist beeindruckt von den empfindsamen Meeressäugern. Die Delfine sind jetzt sehr speziell. Da geht es vor allen Dingen um die wirklich schwerst behinderten Kinder, Familien, die Kriegsveteranen, die dorthin kommen, die also wirklich auch heftige Traumata erlebt haben. Und letztendlich eine Möglichkeit suchen, in eine Therapie einzusteigen, ohne vielleicht einem fremden Menschen gegenüber zu sitzen und erstmal sein Herz ausschütten zu müssen, damit man überhaupt starten kann mit der Arbeit. Doch die Therapie mit Delfinen kostet viel Geld. Mit ihrer Wahl zur Mrs. World will Julia das Projekt bekannter machen. Ich bin ganz, ganz zuversichtlich, dass es ein super Jahr wird, dass wir ganz viel bewegen können, auch für die Kinder- und Jugendpsychiatrie, für Therapie im Allgemeinen, für die tiergestützte Therapie. Es werden ganz viele spannende Projekte kommen, da bin ich mir sicher. Es wird auch Arbeit werden und die geht jetzt auch gleich schon los. Gegen rund 40 Frauen aus der ganzen Welt hat die Niestetalerin sich durchgesetzt und eine 5-köpfige Jury von sich überzeugt. Deutschland hat in diesem Wettbewerb noch nie mehr als den 6. Platz erreicht. Also wir haben wirklich gerockt. Ja, jetzt bringen wir erstmal die Krone nach Hause und dann wird auch ein bisschen gefeiert. Nach der Feier ist vor den großen Aufgaben. Unterstützer und Sponsoren finden für die tiergestützte Therapie. Das wäre für Julia die eigentliche Krönung. Ja, und um junge Handwerker geht es bei uns jetzt gleich nach der Tagesschau. Und die letzte Hessenschau des Tages gibt es dann nochmal um 9:45. Über das Wetter der nächsten Tage informiert uns Laura Di Salvo. Ich sage tschüss, schönen Abend. Von mir auch.